Moin liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein neues Unboxing, zwar habe ich heute das Debütalbum Schwarzer Hoodie von Shadow 030. Das Ganze gibt es natürlich in der Block Panorama Box zum Unboxing für euch von mir, wie gewohnt. Ja liebe Freunde, Shadow 030 ist ein, wie soll ich sagen, euch bestimmt weniger bekannter Rapper, oder? Also mir ist er bisher wirklich überhaupt nicht irgendwie in Erscheinung getreten. Als ich die Box bei Amazon gesehen habe, wusste ich natürlich überhaupt nicht, wer ist Shadow. Da habe ich erstmal nachgeschaut, mir ein, zwei Videos von ihm angeschaut, mir sein Interview mit MC Boogie angeschaut. Und deswegen kann ich euch nur so ein paar Eckdaten dazu geben, aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall reichen. Shadow kommt aus Berlin, um genau zu sagen, aus dem Märkischen Viertel. Seine Rap-Mucke geht so ein bisschen Richtung Trap. Und ja, ist sozusagen der Newcomer, glaube ich, in der Rap-Szene, so wie ich das im Interview mitbekommen habe. Also er ist wohl noch nicht allzu lange dabei. Wie gesagt, sein erstes Album. Und ja, was gibt es zum ersten Album zu sagen? Ich sage eigentlich sonst nie was zur Musik. Ich weiß, weil eigentlich geht es an meinen Videos wirklich nur um die reine Box, um die Qualität des Inhaltes und ob man die empfehlen kann. Aber hier kann ich einfach mal wieder mal ganz ehrlich sagen, denn ich konnte vorab wieder mal über die Amazon Music Bibliothek mir das Album kostenlos herunterladen. Denn wenn man das Album vorbestellt, kann man über Amazon Autorip das Album kostenlos runterladen. Schon am Erscheinungstag und kann sich das anhören. Das finde ich immer ganz gut, weil ich will mir manchmal gerade bei Künstlern, die neu, also die Newcomer sind, möchte ich manchmal mir schon ein Bild machen. Was machen die für Mucke, wie gefällt es mir und so. Auch wenn ich das nie im Video sagen würde, aber ich will das trotzdem für mich immer wissen. Hier konnte ich das jetzt machen und deswegen kann ich euch sagen, ist ein wirklich guter Rapper, ein gutes, starkes Album. Also mir persönlich gefällt es wirklich sehr gut. Ja, liebe Freunde, ich kann euch auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung 1-2 Videos plus das Interview mit MC Boogie in die Videobeschreibung reinhauen. Schaut es euch auf jeden Fall mal an, checkt es mal ab, dann wisst ihr dann auch so ein bisschen, wer Shadow ist. Ja, liebe Freunde, so viel erstmal dazu. Die Box gibt es derzeit bei Amazon, ich glaube für, lasst mich lügen, 36 € oder so. Link zur Box sowie zur CD gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut da einfach mal nach. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mit dem Unboxing zum Album Schwarzer Hoodie von Shadow 030. Los geht's! Erstmal natürlich die Folie wieder mal ab. Heute brauche ich übrigens kein Messer, denn ja, die Folie ist schon eingerissen. So, Folie ist ab. Wir kommen erstmal zum Boxdesign. Das ist eine relativ hohe Kiste. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die jetzt vorher, jetzt von der Form her, habe ich bis jetzt noch nicht so eine Kiste gehabt. Also ich muss sagen, das sieht aus wie so eine Aufbewahrungskiste. Ich meine, im Endeffekt kann man darin ja auch Sachen aufbewahren. Aber ja, es sieht aus wie so eine einfache Aufbewahrungsbox. Sie ist komplett schwarz. Vorne auf dem Cover sehen wir den Interpretennamen Shadow 030. Dann den Titel des Albums Schwarzer Hoodie. Und natürlich den Schriftzug Block Panorama Box. So, ringsrum. Also Shadow 030 wird das sein. Sein Logo vermute ich mal. Haben wir auf der Unterseite, auf der rechten Seite haben wir nochmal den Interpretennamen Shadow 030. Ich sage es einfach nur noch Shadow. Das ist kürzer. Nochmal sein Logo oder seine Initialen. Je nachdem. Und nochmal der Interpretenname. So, jetzt schauen wir hinten natürlich nochmal drauf. Denn da haben wir die Inhalte der Box aufgelistet. Shadow 030 Schwarzer Hoodie Block Panorama Box. Enthalten ist das Album. Dann die Instrumental-CD, eine Block-Panorama-EP, dann ein Original Laglas, Shadow 030 Snapback-Cap, zwei Shadow-Sticker, ein Laglas-Sticker, Brennpunkt 030-Poster. Okay, das ist der Inhalt der Box. Hier unten gibt es noch ein bisschen die ganzen Laglas, Baba City, Chapter 1. Und hier unten ist natürlich auch noch der Barcode zu finden. Das heißt, die Box gibt es also auch bei Saturn oder Mediamarkt zu erwerben. Schaut also darauf, falls die Box bei Amazon ausverkauft sein sollte. Aber es gibt noch Boxen. Ich habe uns gerade nachgeschaut. Box gibt es unten in der Videobeschreibung. So, liebe Freunde, schauen wir mal rein. Okay, da kommt jetzt als erstes das Cap entgegen. Oh, das sieht wirklich schon mal sehr gut aus. Ich hoffe, ihr seht das jetzt richtig. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen dunkel. Bisschen im Jeans-Style, cool. Und dann, was haben wir hier? Was ist das? Ach, das ist
Okay, das ist nur so ein Einleger, also so ein Schutz wahrscheinlich. Und dann haben wir die Instrumental-CD. Dann haben wir die Block-Panorama-EP. Natürlich das Album. Dann haben wir hier noch einen Aufkleber. Nochmal ein Glasaufkleber und Shadow 030. Und ein, ja, dieses Brennpunkt-Poster hieß es, ne? Genau, Brennpunkt 030-Poster. Das ist der Inhalt der Box. Also das Cap sieht schon mal richtig gut aus, muss ich sagen. Aber das kommt natürlich erst wieder zum Schluss. Ich beginne heute einfach wieder mal mit den Aufklebern. Da haben wir einmal das, ja, das Cover der CD als Aufkleber. Nur ein bisschen kleiner, also nicht in der Originalgröße, nur ein bisschen kleiner. Trotzdem nice auf jeden Fall. Dann ein Shadow 030 Aufkleber nochmal. Und ein Lacklasse Aufkleber. Drei unterschiedliche Motive, finde ich schon mal richtig gut. So, das waren die Aufkleber. Wir machen weiter mit dem Poster. Was ist das hier? Ist das Original unterschrieben? Soll das ein Autogramm sein? Könnt ihr mir was sagen? Wisst ihr was? Schreibt es mal unten in die Kommentare, ob das... Was ist, ich weiß nicht, soll das ein Autogramm sein? Ist das hier draufgeschrieben? Ist das nur drauf gedruckt? Also es sieht aus wie ein Autogramm, oder? Shadow 030? Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare, falls ihr mehr darüber wisst. So, schauen wir uns erstmal die Brennpunktkarte an. Da sehen wir Berlin. Die ganzen Stadtteile, Reinickendorf, Pankow, Lichtenberg, Marzahn, Mitte, X-Berg. Was ist X-Berg? Klärt mich doch bitte auch mal drüber auf. Okay, okay, und dann haben wir noch eine Legende. Also die Faust ist Gewalt. Also die blauen Punkte ist Gewalt. Dann grün ist Drogen. Rot ist Prostitution. Also Herz ist Prostitution. Okay. Okay, hier hinten ist noch mehr, aber jetzt schauen wir erstmal. Also könnt ihr erstmal sehen, welche Stadtteile da besonders ja, bekannt sind für Prostitution, Drogen oder Gewalt. Was haben wir hier hinten nochmal? Ah, okay, hier haben wir nochmal die einzelnen Stadtteile, Spandau, Reinickendorf, da habt ihr extra nochmal aufgelistet, was es da für, ja, was da für Verbrechen bzw. was es da alles so gibt. Also in Spandau, Gewalt und... ach so, das sind sogar die Straßen. Ich sehe gerade, ich hoffe, ich kriege das gerade richtig eingefangen. Also da steht sogar die Straßen, wo ihr das erwarten könnt. Also in Spandau, in die Lünastraße, Obstallee. Also da gibt es wohl Stress. Lünastraße gibt es aber auch ja, Prostitution. Okay. Märkisches Viertel, da gibt es Drogen, Reinickendorf. Okay. Also da könnt ihr nochmal... Einzel dann nachschauen, wo es Stress gibt. Könnt ihr die Orte besuchen. Das ist wie so ein Stadtführer für Berlin. Für Leute, die alles mögliche suchen. Okay, ist mal was anderes. Coole Idee. Ja. Die tue ich einfach. Naja, lasse ich erstmal jetzt da draußen. So. Warum wird das nicht richtig scharf? So. Machen wir weiter mit den CDs. Da haben wir einmal die Shadow Schwarze Hoodie Block Panorama EP. Da haben wir insgesamt mit den Instrumentals 10 Tracks drauf, also 5 Tracks plus die Instrumentals. Dann haben wir Kat Karaburi, ich hoffe, ich werde das falsch aussprechen, aber nehmt es mir nicht übel, BDNG. Ja, das sind die beiden Features auf der EP. Also habt ihr hier nochmal zusätzliche 5 Tracks plus die Instrumentals. So sieht die CD aus. Dann die Instrumental-CD. Ja, die Tracks kommen dann auf dem Hauptalbum. Schwarze Hoodie Instrumental in Weiß, also wieder ein bisschen farblich abgehoben. Das finde ich gut, ein bisschen Abwechslung. So, machen wir weiter mit dem Album. Jetzt habe ich natürlich wieder kein Messer hier. Ah, verdammt. Ja, muss ich so aufkriegen irgendwie. Ich hab's schon. So, wir haben auf dem Album 14 Tracks drauf. Die lese ich natürlich mal nicht alle vor, aber die Feature-Gäste. Oh, Sido ist mit drauf. Ach stimmt, das war doch Sido.
Ja, stimmt, ich hatte das Lied gehört. Stimmt, Sido war mit drauf, genau. Sido, dann Nico Niveo, Tyrone Elliott und Marvin Game sind mit drauf. Okay, sagt mir jetzt ehrlich gesagt niemand was außer Sido, die anderen. Also sorry, das ist kein Hate oder so, aber jetzt sagt mir wirklich nur Sido was. Okay, 14 Tracks sind auf dem Album drauf. Da haben wir das Album. Da haben wir den guten Mann. So sieht er aus. Jetzt schauen wir durch noch ins Booklet rein. Also das Booklet ist richtig schön dick. So, Shadow. Blick in die Vergangenheit. Die ganzen Tracks aufgelistet. Und so wie es aussieht mit Songtexten. Nice, schon der Pullover gefällt mir richtig gut. Nice. Danksagung. Das Booklet. Coole Sache. Also es fühlt sich richtig an. Dafür, dass es eigentlich gar nicht so viel drin ist. Aber ja, cool. Auf jeden Fall. Das war das Album. So, und jetzt sind wir eigentlich fast schon wieder durch. Jetzt haben wir wirklich nur noch das Cap. Sorry, dass heute wieder ein bisschen ratzfatz geht, aber ich habe es dann eilig. Ich muss heute noch weg. Deswegen muss ich das heute wieder alles ein bisschen beschleunigen. Aber das Cap, Leute, schaut euch schon mal das Cap an. Das ist richtig krass. Das ist in so einem Jeansstoff, würde ich mal sagen. Also, das war ja schon bei Kalim war das ja auch schon Jeansstoff, da war es aber von der Qualität her nicht so gut. Aber das Cap ist richtig nice. Also, La Glace war ja auch letztens bei Assort in der Box, war ja auch ein La Glace Cap drin. Also, das ist wirklich eine richtig gute Marke hier mit im Schirm mit Lederoptik. Nice, auf jeden Fall. Dann hier drin natürlich nochmal diese, ja, also das von hoher Qualität ist mit diesen Dingern von Nate, ich weiß nicht, wie das heißt. Shadow 030. Dann sieht man das Logo hier nicht durchstechen, also ist nochmal extra mit dem Stoff verhangen. Das ist wirklich sehr nice. Laglas. Dann nochmal das Logo. Ah, das sieht wirklich richtig cool aus, muss ich sagen. Diesen Jeansstoff, das hat schon was. Wie gesagt, bei Kalim, da war es nie ganz so cool. Aber hier finde ich es wirklich richtig nice. Ich habe da nochmal Shadow 030 auf so einem Aufnäher als Leder. Ja, hier nochmal Laglas. Das ist direkt eine Marke, glaube ich, oder? Ich kenne mich da gar nicht aus. Und scheinbar lassen die Rapper dann immer dort produzieren bei Laglas. Also ist wirklich richtig hochwertig auf jeden Fall. Ihr könnt es natürlich einstellen auf eure Kopfgröße dementsprechend. Ja, also das ist wirklich richtig nice. Gut verarbeitet hier vorne, das Gestickte. Also das ist wirklich, gefällt mir wirklich mal wieder richtig gut. Also bei Assad, das war schon wirklich richtig gute Qualität. Hier ist das genauso. Also das ist wirklich, also top. Kann man absolut nicht meckern. Aber ich sag mal, so ein Cap ist alleine schon 30, 40 € wert. Also locker die Box. Also die Box kostet 36 €, glaube ich, wenn ich jetzt nicht mich irre. Also ist die Box auf jeden Fall ihr Geld auf jeden Fall wert. Ihr kriegt ein richtig hochwertiges Cap dazu. Ja, coole Sache. Nice auf jeden Fall. Ich setze eigentlich keine Caps auf, aber ich sammle die trotzdem, weil es ist einfach geil. Ja, liebe Freunde, jetzt sind wir schon am Ende des Unboxings. Ich lege euch natürlich nochmal alles kurz in die Übersicht. Ihr bekommt in der Block Panorama Box das wirklich sehr hochwertige La Glace Cap in Jeans Optik. Also wirklich richtig geil. Also das alleine schon ist dem Box. Also, sorry Leute, meine Speicherkarte war voll. Also ihr bekommt in der Box auf jeden Fall das hochwertige La Glace Cap, was auf jeden Fall alleine schon den Preis der Box auf jeden Fall um Längen schlägt. Dann natürlich das Album Schwarze Hoodie mit 14 Tracks. Dann natürlich die Instrumental-CD zum Album. Dann natürlich die Block Panorama EP mit 5 zusätzlichen Tracks und auch den Instrumentals. Dann diese Brennpunktkarte oder Poster, kann man sagen. Also wenn ihr irgendwie mal Langeweile habt am Wochenende und ihr wisst, was ihr anfangen sollt, fahrt einfach mal nach Berlin in die Bezirke und holt euch je nachdem, was ihr wollt, ob ihr da Gewalt wollt, Drogen oder Prostitution. Dann haben wir oben noch das Autogramm. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das echt ist. Schreibt es mir einfach mal unten bitte in die Kommentare, ob ihr mehr davon wisst, ob das Original unterschrieben ist. Und natürlich dann noch diese drei
Aufkleber, die gibt es auch noch dazu. Und natürlich die Box sowieso an sich. Das Ganze, wie gesagt, für 36 Euro, also wirklich eine sehr gute Box, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Qualitativ hochwertig. Wie gesagt, alleine das Cap ist schon locker die 36 Euro wert. Ja, liebe Freunde, das war's zum Unboxing zur Block-Panorama-Box. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir fleißig unten in die Kommentare. Und falls ihr das erste Mal ein Video von mir gesehen habt und findet, ich mache meine Sache ganz gut, dann abonniert doch bitte meinen Kanal und ihr verpasst in Zukunft keine weiteren Videos mehr. Hier rechts unten in der Ecke könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Okay, liebe Freunde, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Matze. Ciao, ciao.